ein neues Codecanshead blind, nicht von mir gespielt. Ich habe einen Gast dabei. Der jetzt ein bisschen echauffiert darüber ist, dass er das Ganze in der Aufnahme spielen muss. Ja. Dann blamier dich mal. Und wir erfreuen uns an der schönen Musik und an der schönen Hauptmenü, wenn das Spiel dann startet. Tatsächlich! Ah, fuck! Ich hab immerhin schon. Okay. Also, man sieht, man spielt Mega Man. Das ist Mega Man für Arme, die... Alter, ich hätte üben müssen. Es ist... Nee, wir spielen Blind. Boah, Alter, was ist das für eine Steuerung? Also, ne? Finde ich auch gut, wie der Cursor einfach nicht ausgeblendet wird. Ich finde es auch gut, wie Laufen und Springen gleichzeitig überhaupt nicht geht, ne? Also, das ist auch voll wunderbar. Wenn man beachtet... Warum sieht man wie Mega Man aus? Was ist das für eine Sprunganimation? Ist das ganz einfach Mango? Oh, fuck. Ja, ist egal. Hab ich nicht gesagt. Oh, ich glaube, da ist die Ziellinie. Ich glaube einfach nur, es ist deine Mutter, Alter. Boah, hat der nicht gesagt. Meine Mutter sammelt hässliche Kinder. Ja, was? Ich drück nach rechts, ich spring nach links. Well played, Game, well played. Also... Man merkt, ich kann das spielen. Ich sag mal so, das Spiel kann ich eventuell nicht spielen, aber ich hätte eventuell was Besseres programmieren können. Das auf jeden Fall. Ich find's auch geil, wie da einfach nur eine Felsen.pg einfach an den Rand geklatscht wurde. Ich find's auch immer geil, wie ich nach rechts zurück und er springt durch nach links. Was ist das für ein Bastard, Alter? Das ist das Nein. Ich glaube, man kann nur in eine Richtung springen. Richtig deutsches Qualitätsspiel. Und natürlich gibt es im Hauptmenü auch keine Credits. Ich habe darauf geachtet, die Entwickler schämen sich, euren Namen nicht genannt zu werden. Anders wie Heiko Rothmann. Eigentlich müsste man die Adressen der Entwickler mit aufschreiben und denkt, das Spiel mitten in die Fresse knallt. Mann, ich. Fickt euch alle, Alter! Ich drück die Scheiße! Nein! Will ich mehr hier. Highscores. Ja. Schaffst du das? Ich will ja nicht sagen, ein bisschen erotisch, ne? Eine Minute 30 überleben. Was ist das? Ich verstehe es einfach nicht. Ey, ohne Witz! Ich will. Nein! Das ist. Ich drücke schon wieder nur nach links und spring nach rechts. Das ist wirklich mal Cancern würdig hier. Ey, was ist das für ein Abfuck? Ja, was? Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das nächste Mal möchte ich eine Keycam haben. Einfach nur, damit die Leute mal sehen, dass ich auch wirklich nach links drücke und nach rechts springt. Ja, was? Ja, hallo? Ist das scheiße, Alter. Ich will nicht mehr. Der kann nicht so gut springen. Nein. Wieso überhaupt? Ich glaube, ich nenne die Folge ums... ums Verrecken nicht nach rechts oder so. Nee. Um Werbung zu machen, Mega Man Water Edition. Ich meine, es gibt Leute. Die mögen solche Spiele nicht, ne? Weiß, aber. Ja. Guck das. Ui, hä? Aber komm! Ich wollte eigentlich sagen, es gibt Leute, die programmieren so was und sind stolz auf sie. Es gibt auch jemanden, der den Fiat Multipla entwickelt und auf den ist er auch stolz. Und wenn man denn mal so überlegt, diese Spielesammlung, die ich schon ewig mal unten verlinken wollte. Mach's nicht. Lass es sein.
Er spaßt den Leuten. Aber er läuft gerade bei mir. So. Die Leute. Das war voll. Das war sogar noch ein bisschen übersteuert, aber egal, ich hätte das Spiel gefixt. Ich find's geil, wie sie auf der Handout Eicheljagd zeigen. Also man könnte hier noch anrufen, ne? Echt? Ja. Aber es ist nur die Service-Hotline. Und? Das ist überhaupt aktuell? Ich glaube nicht. So, was schreibe ich jetzt hier für einen Namen rein? Die haben nicht mal eine E-Mail-Adresse. Ich schreibe jetzt einfach Kurt. Das kann man jetzt doch mal sehen. Wir schreiben einfach Kurt oder schreiben einfach Kurt. Einfach. Boah. Ach so. Deine A-Taste funktioniert nicht. Ich verstehe schon. Wo geht der Kollege? Und der Unterstrich funktioniert auch. Ja, das war... Fuck. Oh. Moment, ich hab das Spiel... Ach nee, warte mal, ich bin... Ah. Now I get it. Ja. Ich hab das Spiel weg, ich bin der schnellste Fahrer. Ich bin Sonic. Was ich eigentlich sagen wollte, die CD ist für Windows XP erschienen, also mindestens... Jo, geil. Springen Sie von Ebene zu Ebene, ohne abzustürzen. Benutzen Sie die Leertaste zum Springen und die Pfeiltasten rechts, links zum zur Steuerung. Wenn Sie von einer Ebene fallen, ist das Spiel zu Ende. Viel Glück. Ja, also, danke schön für die Musik. Ja, was ich sagen wollte, ja, man könnte davon ausgehen, dass diese scheiß Spiele dann in 2003 ungefähr erschienen ist und das uns. Nochmal! Ja, man achte auch mal auf die schöne, auf den schönen Sprungsound. Mega Man ist nämlich auch alternativ Durchfall Man. Oder eben Water Man. Eben Water Man. Komm, jetzt hat er Blut geleckt, jetzt wäre doch mal ein Eis. Jetzt habe ich hier. Ich meine, es gibt Browser-Spiele, die besser sind als das. Ich möchte da mal nur Tetris D erwähnen. Das ist so ziemlich alt. Oh, fuck. Nein, Zeppelin. Komm, wir schaffen die. Wir schaffen es unter einer Minute. Geh nicht, aber... Ja, fuck. Oh! Du kannst noch springen. Boing. Das ist auch geil, wie auch zwar die Plattform eigentlich da ist, aber irgendwie so 2 mm von links und rechts. Eine Minute und der weg, der Boss. Ja, also. Ich hab gerade was davon. Der Boss. Der Boss. Der Boss. Digga. Nochmal. Nochmal jetzt halt. Ey. Das Video wird uns zu kurz. Kurt Kenseth kann nicht zu kurz sein. Das kann nicht zu kurz genug sein. Okay. Ja. Aber will ich nicht gesagt haben, weil Kurt Kenseth ist sehr beliebt, ne? Ja. Schreibt es doch in die Kommentare. Und lasst auch mal gleich ein Like da. Eine Million mindestens. Und abonniert, falls ihr schon abonniert habt, deabonniert. Nochmal abonniert. Und machen wir noch 5 Fake-Kanäle. Alter, was ist denn das schon? Das ist. Ich kann nicht mehr, wenn wir was machen. 35 Sekunden, ich hab's. Ja. Das funktioniert schon. Und jetzt wird jeder erfahren, dass ich eine sehr laute Tastatur habe. Ja und? Aber du hast das nicht. Du hast die Tastatur, das ist ja. Was hat man nicht besseres zu tun als den Nachmittag? Es ist schon fast Drehabend. Na gut, es ist noch lange noch Drehabend. Eine halbe Stunde. So, die nächste Code Cancel Folge wird ein Triple Commentary. Wir haben noch einen zweiten Special jetzt. Also jetzt wollen wir das Video machen, weil jetzt haben wir ein Glück, dass wir das Video sehen. Ja. Das will eigentlich gar keinen Sinn, aber. Das will eigentlich gar keinen Sinn, also. Jetzt sowieso nicht. Fuck, 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 fuck! Du warst schon drauf. Ich müsste auch einfach nur aufhören, die Scheiße nochmal zu drücken, wenn ich eigentlich schon lange da bin. Ja. Das ist genauso wie die
dieses Spiel so denkt, so, du willst gegenlenken, fick dich, Alter. Du bringst nochmal einen Meter weiter. Mittlerweile ist das Video auf USK 18. Ja. Weil ich. Nee, was ist das? USK. Fuck off. Ich hasse das Spiel jetzt schon. Das weißt This du game! Du bist mich Cancer. Ha! Ja, Success. Eigentlich müsstest du nicht mal so ein. Habe ich hier eigentlich das letzte Foundation angesprochen, weil dann Kurt Koch wieder müsstest du eigentlich mal eiskalt so einen Kurt Improve Button einführen oder so. Auch jetzt wieder eine Aufgabe, die den Abonnenten sehen wollen von dir. So, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das war's auch mit der heutigen Folge, denn. Ich hoffe, ihr hattet überhaupt keinen Spaß und Cancer bekommen. Wir hören uns beim nächsten Mal beim nächsten Scheiß-Video. Willkommen zu einer neuen Folge von Kurt Cancer. Ich habe den Fehler gemacht und die CD wieder reingehauen. Heute Micro Race mit einem Gast. Moin, Fans! Erstmal beobachten wir das Hauptmenü. Man sieht 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Fun, Easy, Medium, Heavy und Strong. Und man achte auf die wohlgewählte Musikauswahl, die uns mit kulturellen Leckerbissen einfach nur so zubombt. So, einmal Rondo à la Dirk von Mozart. Konnte ich jetzt schon genug scheißen? Ich wollte jetzt noch weiter scheißen. Mir wurde es gesagt. Was war das? Achso. Aber jetzt kommt sofort wieder los. Ja, nur habe ich kein Kartenspiel im Schrank. Und ich glaube, ich sollte vielleicht die Box ein bisschen leiser machen, sonst wäre es alles doppelt aufgenommen. So, und nochmal For Good Measures. Ich glaube, damit fahren wir die erste Runde auf Schwierigkeitsgrad Fun. Ich sagte Start. Das Spiel startet nicht, wenn man es will. Muss ich flippen. Yo, das war kurz. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Auf einen Schwierigkeitsgrad. Wo ist das Problem? Ja, muss ich es vielleicht auf Strong direkt spielen? Nee. Du bleibst aber auf Betten, vergiss das. Ja, okay, klar. War logisch. So, jetzt sehen alle meinen Desktop. Yeah. Vielleicht muss man auch sofort starten. Ja, das war's mit Kurt Cancer. Wir haben schöne Musik gehört. Auf jeden Fall ein paar Outtakes generiert. Ja.